Hallo, meine Lieben, willkommen in meinem Regenbogenzelt. Wir hören heute wieder eine biblische Geschichte. Heute geht es um das Thema Gier. Wenn ein Mensch gierig ist, dann will er etwas unbedingt haben. Macht manchmal böse Sachen, um es zu bekommen. Heute wollen wir von so einem Mann hören, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Naaman war Heerführer beim König von Syrien. Er war ein reicher Mann, aber trotzdem war er arm, denn er litt an Aussatz. Das war eine schreckliche Krankheit. Die Haut verfaulte und niemand konnte diese Krankheit heilen. Es gab keine Medizin gegen diese Krankheit. Wenn man diese Krankheit bekam, dann wurde es immer schlimmer und man musste sterben. Darum war Naaman ein armer Mann. Aber Naaman hatte eine Dienerin, ein Mädchen aus Israel, und die sagte zu ihm: Wärst du nur bei mir zu Hause, in meinem Land, der Prophet Elisa, der könnte dich heilen. Naaman wusste nicht, was ein Prophet war. Er ging zu seinem König und fragte ihn um Rat. Und der König sagte: Ich will dir einen Brief schreiben, den bringst du dem König von Israel. Der soll dir helfen. Also nahm Naaman den Brief und die Geschenke und reiste zum König von Israel. Er gab ihm den Brief und der König las darin: Ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und ihn von seinem Aussatz zu befreien. Der König war entsetzt. Ich soll dich heilen? Das kann ich nicht. Ich bin doch kein Gott. Verlangt der König sowas Unmögliches, weil er einen Krieg beginnen will? Als der Prophet Elisa davon hörte, ließ er dem König sagen: Schick den Mann zu mir, dann wird er erfahren, was ein Prophet ist. Naaman fuhr mit dem Wagen voller Geschenke zu Elisas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen: Fahr an das Ufer des Flusses Jordan. Dann geh in den Jordan und tauche 7-mal darin unter. Dann wirst du geheilt sein. Naaman war empört und er sagte: Ich habe gedacht, er wird zu mir herauskommen. Wir würden gemeinsam zu Gott beten und dann würde er mit der Hand über meine kranken Stellen streichen und dann wäre ich geheilt. Stattdessen schickt er mir nur einen Diener und ich soll im Fluss baden, das hätte ich zu Hause auch machen können. Und voller Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Aber seine Diener redeten ihm gut zu und sagten: Herr, bedenk doch, wenn der Prophet irgendetwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er gesagt: Tauch 7-mal im Jordan unter und du wirst gesund. Und nur weil es einfach ist, solltest du es nicht wenigstens versuchen? Naaman ließ sich umstimmen. Er fuhr zum Fluss Jordan, ging hinein und tauchte 7-mal unter, wie der Prophet befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund. Seine Haut war rein. Glücklich stieg Naaman in seinen Wagen und fuhr zum Propheten Elisa zurück. Er wollte ihm danken, er wollte ihm Geschenke bringen.
Nimm das zum Dank, rief er froh und breitete alle Geschenke aus. Aber Elisa wies ihn zurück. Nein, ich nehme nichts an. Gott hat dich gesund gemacht. Wenn du jemanden danken willst, dann danke Gott. Ja, sagte Naaman, jetzt weiß ich, dass Israel einen Gott hat, der gerne hilft. Und dass ein Prophet, ein Diener, ein Bote dieses Gottes ist. Ich will in Zukunft an keinen anderen Gott mehr glauben und zu keinem anderen Gott mehr beten. Und Elisa verabschiedete Naaman und segnete ihn. Als Naaman schon ein Stück weit gefahren war, da dachte sich Gehasi, ein Gehilfe des Propheten, mein Herr lässt den reichen Syrer mit all seinen Geschenken wieder heimfahren. Er hätte doch wohl ein paar Geschenke annehmen können. Aber das hole ich nach. Dann kann ich mir Weingärten und Tiere und schöne Kleider davon kaufen. Und Gehasi lief so schnell er konnte hinter dem Wagen her. Und als Naaman ihn laufen sah, da hielt er den Wagen an und fragte, ist etwas geschehen? Was sollte Gehasi jetzt sagen? Er log. Der Prophet lässt sagen, ich habe Besuch bekommen. Zwei Schüler, die will ich gern beschenken. Gib mir doch bitte einen Sack mit Silber und zwei Festgewänder für sie. Ja, gerne, sagte Naaman und gab Gehasi sogar zwei Säcke Silber und zwei schöne Mäntel. Und dann fuhr er weiter. Gehasi trug die Geschenke heimlich in das Haus von Elisa und versteckte sie. Ha, dachte er, das habe ich schlau angestellt. Elisa muss ja nichts davon wissen. Als er zu Elisa zurückkam, fragte ihn der, wo bist du denn gewesen? Ich? Ich war ja gar nicht fort, log Gehasi. Traurig schüttelte Elisa den Kopf. Du dachtest, niemand würde dich sehen? Aber Gott sieht alles. Gott sieht bis in dein Herz. Durch Betrug wolltest du reich werden. Aber jetzt wirst du stattdessen sehr arm sein. Denn du wirst die Krankheit bekommen, die Naaman hatte. Und so war es. Gehasi durfte das ganze Geld behalten. Er war ein reicher Mann. Aber von diesem Tag an hatte er Aussatz. Diese schlimme Krankheit, die niemand heilen kann. Armer, reicher Gehasi. Weil er so gierig war, ist er am Ende sehr unglücklich geworden. Das war also die Geschichte von Gehasi. Gierig sein bringt Leid. Wir wollen versuchen, nicht gierig zu sein und mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. Baba. Bis zum nächsten Mal.